In Zeiten von Corona wird auch der Glaube zum Teil digital gelebt. Jetzt zu Ostern beispielsweise in Online-Gottesdiensten. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, schätzt für uns die Bedeutung digitaler Lösungen in Zeiten von Corona ein. Dazu stellen wir ihm 5 Fragen. Digitalisierung bedeutet in Zeiten von Corona, dass wir in Kontakt miteinander bleiben können. Ganz wichtig. Familienbesuche, die Treffen mit Freunden, ja sogar Gottesdienste finden jetzt vermittelt über digitale Medien statt. Sehr gut ist das. Die größte Herausforderung durch Corona ist, ja, dass Menschen in dem Social Distancing, in der Abschottung vereinsamen. Und deshalb sind ganz viele Ideen nötig, dass wir diese Zeit überbrücken und füreinander da sind. Hoffnung macht jetzt die vielen Zeichen von Solidarität, wenn ich nur an die Hilfenetze denke, die entstanden sind, was da an guten Zeichen, an kraftvollen Zeichen von Hoffnung, von Verbundenheit gesetzt wird, finde ich großartig. Das können wir aus der Krise lernen. Wir können uns verändern und wir können uns sogar schnell verändern und auf Veränderung einstellen, wenn wir es wollen. Und wenn wir dazu die entsprechende Technik an der Hand haben, das gelingt uns. Diese digitalen Lösungen sollten auch nach der Krise bleiben. Wir führen viele Videokonferenzen im Moment. Vielleicht sortieren wir auch, wozu müssen wir wirklich zusammenkommen, um auch atmosphärisch miteinander zu arbeiten. Und welche Absprachen können via digitaler Medien durchaus auch mit viel weniger Aufwand gemacht werden.